Veranstaltungsort. Und damit bin ich schon beim Thema Bauhaus. Das ist eine der wenigen Streitpunkte zwischen Ihnen, deswegen spreche ich ihn jetzt gleich an, damit es mal ein bisschen hoch hergeht. Wir haben ja hier in Bocholt das Brauhaus hier gegenüber, sehr schön anzusehen. Leider liegt es seit einiger Zeit brach. Und nun gab es einen Unternehmer, der durchaus Pläne hatte, dort was zu realisieren. Und die CDU war dagegen. Warum? Wir waren nicht gegen das Schützenhaus. Nee, das ist klar. Wir waren gegen die Pläne dieses Unternehmens, weil uns da das entsprechende Konzept fehlt. Im ersten Aufschlag sollte dieser Veranstaltungsort Schützenhaus, und ich halte das Schützenhaus von der Lage her, aber auch von der Historie her, für einen sehr guten Veranstaltungsort für Bocholt, wenn er denn entsprechend auch ausgebaut wird. Im ersten Aufschlag hätten wir per anno 350.000 Euro dafür zahlen sollen, ohne genau zu wissen, wie ist das Konzept, wie sind die Hintergründe. Dabei hat die CDU ganz klar gesagt, so spielen wir da nicht mit. Uns ist vollkommen klar, dass ein Veranstaltungsort in dieser Größenordnung nicht umsonst zu haben ist. Aber eine Stadt wie Bocholt braucht einen adäquaten Veranstaltungsort. Wir sind mittlerweile bei diesem Konzept, ohne Konzept, bei 180.000 Euro gelandet. Trotzdem waren für uns die ganzen Hintergründe so schwammig und so dunkel, dass wir gesagt haben, so werden wir das nicht zustimmen. Was passiert nach 30 Jahren? Man muss ja ganz klar wissen, das Grundstück ist im Besitz des St. Georgius Schützenvereins, der dieses Grundstück in Erbpacht an die Brauhaus bzw. Schützenhaus GmbH verpachtet hat. Die GmbH ist momentan in Insolvenz, also hat der Insolvenzverwalter momentan das Heft des Handelns in der Hand. Ohne zu wissen, wie sich der Georgius-Schützenverein positioniert, wie sich der Insolvenzverwalter positioniert, aber auch wie sich die Gläubiger positionieren, war es für uns in der Art und Weise nicht realisierbar. Also der Schützenverein hat sich, glaube ich, klar positioniert, er hat ja ganz klar das Teilkonzept vorgestellt. Eigentlich war auch klar, dass nach 30 Jahren die Stadt dieses Gebäude übernehmen kann. Das war zumindest der letzte Plan der Nebelung. So ist es. Also eigentlich, Sie haben in Ihrem Wahlvideo gesagt, wenn Bocholt, oder ich bin jetzt leider etwas zitatschwach, Sie können das wahrscheinlich besser sagen, also wenn die CDU oder die CDU möchte gern, dass wenn sie schon oder wenn die Stadt für dieses Bauhaus bezahlen soll, dass dann auch in ihr Gehören der Stadt, also oder den Bürgern. Genau das war ja so vorgesehen, das habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht haben Sie das in meiner Worte. Wir sind ganz klar der Meinung, wenn wir per anno, ob 180.000 oder welche Summe auch immer, als Gemeinschaft der Bocholter für so einen Veranstaltungsort ausgeben, dann sollten wir auch wissen, was wir dafür bekommen. Und bei diesem Konzept waren wir uns nicht im Klaren darüber, was wir dafür bekommen. Wenn ich davon spreche, dass das auch den Bocholtern dann gehören soll, dann können wir über verschiedene Konstellationen sprechen, wie das auch immer aussehen wird. Momentan ist die Stadtsparkasse, die ja der größte Gläubiger der Brauhaus GmbH ist, dabei, ein entsprechendes Konzept zu entwickeln, und wir sollten abwarten, was letztendlich dabei rauskommt und ob das für alle dann ein gangbarer Weg ist. Das kann noch ein bisschen dauern. Das ist ein Stiftungskonzept, das ist extrem schwierig. Es könnte ein Stiftungskonzept sein, ja. Über die genauen Hintergründe bin ich nicht informiert. Herr Nebelow, Sie haben das befürwortet. Ja, wir waren uns also klar, dass Bocholt als Mittelzentrum neben einer besonderen Infrastruktur auch einen Veranstaltungsraum braucht, um größere Veranstaltungen durchführen zu können. Ich denke da nicht nur an Abi-Vorfäden, Schützenfest oder andere Fäden, sondern auch an Kongresseversammlungen und so weiter. Und wir wussten auch, dass das Brauhaus als historisches Gebäude in Bocholt schöne Fassade hat, dass man das vielleicht herrichten sollte. Wir haben dann zuerst mal mit externer Hilfe Gutachten erstellen lassen, ob denn unsere Vorstellung, dass Bocholt in der Tat so eine große Veranstaltungshalle braucht, prüfen lassen. Die Prüfung hat ergeben, jawohl, ihr Bedarf ist da, das können wir stellen. Und dann haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten durchgespielt, und dann war ich sehr dankbar, das muss ich jetzt mal ganz offen sagen, dass Herr Theissen als Bocholter für Bocholt diesen Umbau stemmen wollte, eine Halle baut für 1200 Leute, die Fassade und auch die Innereien des Brauhauses erhalten wollte und uns dann diese Halle zur Verfügung stellt. Weil wir haben gesagt, wir möchten als Gegenleistung für diese 180.000 Euro, die wir im Jahr zahlen, ein Belegungsrecht. Das heißt, wenn wir diese Halle nutzen wollen, das heißt wir als Stadt oder wir als Stadtmarketing,
dann können wir das. Und zwar auch klar, nach 30 Jahren fällt dieses Gebäude in das Eigentum der Stadt Bocholt. Wir hatten nach dieser Konstellation mit dem Betrieb des Brauhauses, mit der Verpachtung an Brauerei, an Unterhalt, Renovierung, an Steuern nichts zu tun. Das war ganz alleine Gefahr des Investors. Wir hatten 180.000 Zahlungsverpflichtungen, Gegenleistung, Belegungsrecht. Ganz klar, wenn das Brauhaus irgendwann nicht hätte weiter fortgeführt werden können, wäre natürlich die Verpflichtung, uns diesen Raum zu überlassen, entfallen. Im Gegenzug natürlich auch die Zahlung der 180.000 Euro. Ich finde, wenn ich das mal vergleiche mit den städtischen Zuschüssen, die anderswo für eine solche Halle geleistet werden, dass diese Zahlung von 180.000 Euro in Bezug auf die Gegenleistung ein, wie man so schön in Bocholt sagt, Schnäpper gewesen wäre. Ja, ein Schnäpperchen, aus Ihrer Sicht nicht. Aber die Frage ist, du wolltest jetzt nicht wieder aufgreifen und alles wiederholen, die Frage ist, was passiert denn jetzt? Wie lange dauert das noch mit der Sparkasse? Hat die sich schon mal geäußert, wann denn das Konzept jetzt vorliegt? Oder zerfällt das Schützenhaus weiter? Nochmal eben zurück zu der Summe, 180.000, ja, ist durchaus eine akzeptable Summe, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber als Unternehmer weiß ich, wenn ich mich auf so ein Geschäft einlasse, dann will ich die Hintergründe kennen, dann will ich auch genau wissen, worauf ich mich einlasse. Und wenn ich das nicht weiß, dann ist jede Summe zu groß. Ich weiß doch genau, worauf ich mich einlasse. Nein, das wissen wir nicht. Auf eine Zahlung von 180.000 Euro im Jahr im Gegenzug Belegungsrecht hinsichtlich des Saals im Haus. Das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig, nur das Belegungsrecht zu bekommen. Was passiert mit dem Unternehmer, wenn er seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann und. Alles dies spielt eine Rolle mit. Gut, vielleicht war es auch einfach eine Frage der Kommunikation, wie es so oft ist. Also ich möchte jetzt mal widersprechen. Wir haben also dieses Konzept nicht nur mit dem Schützenverein, auch mit der Sparkasse, mit der Wirtschaftsförderung und auch mit den Fraktionen der im Rat vertretenen Partei besprochen. Also das Konzept war schon klar. Und wer heute behauptet, es nicht gekannt zu haben, hat entweder nicht richtig zugehört oder will es heute nicht.